Allah subhanahu wa ta'ala hat dich und mich erschaffen. Er gab uns unsere Sinne, stattete uns mit Fähigkeiten und Eigenschaften aus. Er versorgt uns darüber hinaus täglich mit allerlei Gnaden und Annehmlichkeiten, die von unserer Nahrung bis hin zu der Luft, die wir atmen, reichen. Wir hingegen sind nichts anderes als seine Diener. Das Einzige, was darüber entscheidet, welche Stellung wir bei Allah subhanahu wa ta'ala einnehmen, ist die Qualität, die wir bei unserer Dienerschaft haben. Wir haben also keinen Grund, uns in irgendeiner Weise besonders oder anderen Menschen gegenüber überlegen zu fühlen. Doch aus den verschiedensten Gründen heraus macht der Mensch genau das. Manch einer sieht sich über anderen, weil er mehr Geld hat. Ein anderer, weil er besser aussieht oder einen besseren und schöneren Körper als andere hat. Und wiederum andere denken, dass sie die klügsten und intelligentesten sind, während der Rest eher einfältig oder dumm ist. Die Liste der Gründe ist lang. Dabei darf nicht verkannt werden, dass es diese Umstände wirklich gibt. Manch einer hat ein schöneres Aussehen als andere oder manche fahren auch bessere, schnellere und teurere Autos als andere. Aber egal welchen Grund man nennen mag, keiner davon rechtfertigt, dass man sich dadurch als etwas Besonderes oder eben anderen überlegen sieht. Noch schlimmer ist es, wenn man diese Dinge nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückführt, sondern auf sich selbst. Ich allein habe mir dieses Business aufgebaut. Ich habe mir dieses Auto durch harte Arbeit verdient. Seit Jahren arbeite ich für diesen Körper und durch meinen Willen und meinen Fleiß habe ich mein Ziel erreicht. Es mag sein, dass man viel dafür gibt, um seine Ziele zu erreichen und tatsächlich viel harte Arbeit und Zeit investiert hat. Aber die Ereignisse im Leben allein auf Mühe und Zeit zurückzuführen, wäre oberflächlich und falsch. Wer ist denn derjenige, der uns all das gegeben und ermöglicht hat, um unsere Ziele zu erreichen? Es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der uns unsere Körper, ihre spezifische Genetik und die Gesundheit gab, die uns überhaupt ermöglicht haben, trainieren zu können und so einen Erfolg zu erzielen. Unser Körper wird nur mit dem versorgt, was er benötigt, weil Allah es uns ermöglicht. Alles, was wir im Leben erreicht haben, basiert auf Grundlagen, die nicht von uns stammen, sondern die uns gegeben worden sind. Es ist auf ihn subhanahu wa ta'ala zurückzuführen und nicht auf unsere Handlungen. Wer allerdings meint, dass dem nicht so ist, der läuft Gefahr, Kibr, also Hochmut in sich zu tragen. Wer tatsächlich Kibr in sich trägt, der setzt sein Paradies aufs Spiel. So wird von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand wird das Paradies betreten, der auch nur einen Staubkorn an Hochmut in seinem Herzen trägt. Ein Mann sagte, aber ein Mann mag es, schöne Kleidung und schöne Schuhe zu tragen. Die Antwort, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach gab, unterstreicht all das bisher gesagt. Wahrlich, Allah ist schön und er liebt das Schöne. Hochmut bedeutet, die Wahrheit zu missachten und auf Menschen herabzusehen. Kibr kann also sogar so weit führen, dass man die Wahrheit ablehnt. Denn jemand, der meint, dass er alles alleine erreichen kann, wird sich Allahs unbedürftig fühlen. Er eignet sich Allahs Namen, Al-Ghani, an. Wozu braucht so eine Person dann noch den Islam? Solch eine Person ist weit in die Irre, doch erkennt sie dies nicht. Wie schafft man es nun, Kibr zu umgehen oder loszuwerden, wenn es sich in einigen Bereichen der Persönlichkeit bereits festgesetzt und Platz im Herzen eingenommen hat? Von zentraler Wichtigkeit dafür ist, dass man sich seiner Stellung bewusst wird und sich darauf besinnt, wer und was man eigentlich ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, woraus hat er ihn erschaffen? Aus einem Samentropfen hat er ihn erschaffen und ihm dabei sein Maß festgesetzt. Ohne Allah subhanahu wa ta'ala wären wir zu nichts in der Lage. Er subhanahu wa ta'ala lässt uns atmen, sehen, riechen, fühlen, schmecken und hören. Wir essen und trinken von dem, womit er uns versorgt. Unser gesamtes Leben verbringen wir in Abhängigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem glauben wir, wir bräuchten nur uns selbst und irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir sterben. Wir werden unter der Erde begraben.
Unsere Knochen werden verrotten und unsere Körper werden sich zersetzen, bis dann der Tag anbricht, an dem wir Rede und Antwort stehen müssen und nur noch unsere Taten einen Wert haben. Die Erkenntnis von all dem soll und muss dazu führen, dass sich in uns die Eigenschaften von Bescheidenheit und Demut entwickeln. Wenn man seine Position in dieser Dunja erkennt, dann ist es gar nicht möglich, Kibr zu haben. Wann immer man dies aber vergisst und sich einbildet, etwas zu sein, das man nicht ist, kann sich die Eigenschaft von Kibr wieder breit machen. So sollten wir uns immer wieder darauf zurückbesinnen, wer wir eigentlich sind. Und wenn wir dabei ehrlich mit uns sind, dann werden wir sehr schnell erkennen, dass es gar keinen Grund für uns gibt, um Kibr zu haben. Allerdings müssen wir immer auf der Hut sein, denn wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns berichtete, kann uns bereits ein Staubkorn an Kibr in unserem Herzen, selbst wenn es nur im Gewicht eines Atoms vorhanden ist, unser Paradies kosten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Gewiss, er liebt nicht die Hochmütigen.